Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute mal ein kleines Tutorial, aber sehr schönes Tutorial. Wie man sieht, ist hier eine ganz normale Wand aus Steinziegel und normalen Ziegelstein sowie einen Hebel hier dran. Man kann den Hebel natürlich auch später wegmachen, damit das Ganze dann wie eine normale Wand ausschaut. Denn wenn der Hebel da ist, dann sieht man natürlich, dass man da was machen kann. Genau, wenn wir einmal den Hebel umlegen, dann klappt hier eine Treppe raus, aber keine normale Treppe, sondern eine Treppe mit Stufen, so wie mit Hinterstufen, also so eine richtige Treppe, nicht so diese zweckmäßige, sondern auch eine optisch gute Treppe. Wenn man die wieder zurück macht, dann klappt die sich wieder komplett zu und dann sieht man halt echt gar nichts. Und wie man das Ganze nachbauen kann, zeige ich euch jetzt. So, für unsere unsichtbare Treppe brauchen wir einmal einen Block unserer Wahl. Ich nehme jetzt hier mal zwei. Einmal die Treppe davon und bei mir nehme ich noch die Stufe davon. Wir brauchen ein paar klebrige Kolben, ein paar Redstone-Verstärker sowie ein bisschen Redstone und einen Hebel. So, und dann können wir auch schon direkt loslegen mit der Wand. Ich ziehe sie jetzt mal ein bisschen hoch oder ihr könnt es natürlich bei eurer schon bestehenden Wand machen. So, dann setzen wir zwei davon nach rechts unseren Hebel, betätigen ihn auch gleich, damit wir das Ganze direkt aktiviert haben und fangen dann hier unten, also einmal rechts unten neben dem Hebel an, machen hier einen Block weg, dann neben dran. Oben drüber, neben dran, oben drüber, neben dran, oben drüber, neben dran und oben drüber und dann wieder neben dran, bis wir das Ganze so versetzt haben, immer zwei Blöcke. So, dann setzen wir mal dahinter einen klebrigen Kolben, immer oben drauf, daneben, oben drauf, daneben, oben drauf, daneben. Und dann setzen wir dahinter einmal Verstärker. Hier setzen wir wieder unseren Block, wieder hier so unseren Block, so, so. Und so und machen dahinter jeweils einen Verstärker dran und dann zu guter Letzt verbinden wir das Ganze mit unserem Redstone. Jetzt muss das Ganze nur noch zum Hebel. Dazu haben wir das Ganze und dann müsste das Ganze auch funktionieren und eben mit der Wand sein. Jetzt machen wir das Ganze mal aus, da wir wissen, dass es funktioniert und nehmen jeweils links und rechts nochmal einen Block weg für unsere Treppen. Zack, zack, zack. Und dann müsste das Ganze bei euch so ausschauen. So, dann gehen wir erstmal dahinter und setzen jeweils eine Treppe zur Seite, also dass die Wand zur äußeren Wand schaut. Genau. Und dann das machen wir bei allen so. Bei der anderen machen wir das Ganze genauso. So. So. Und was wir dann machen, ist einfach unsere Treppe verbinden. Und da sehe ich auch schon, dass wir das Ganze falsch gemacht haben. Also, wenn, so, zack, verbinden das Ganze trotzdem einmal miteinander und dann zeige ich euch, was ich falsch gemacht habe. Bei der einen scheint es richtig zu sein, aber bei der anderen ist es falsch. So, nämlich ich habe die verkehrt herum hingesetzt. Das muss nämlich nach oben zeigen. Das Ganze muss so zeigen und nicht nach unten. Also das war jetzt eigentlich nichts Gravierendes, sondern einfach nur die Richtung, die halt falsch war bei mir. Und dann hätten wir das Ganze auch schon. Wie man sieht, die Treppe funktioniert. Die geht komplett in die Wand rein. Das wär's dann von diesem Video und von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like da. Und bis dahin, haut rein und ciao.